Hola, heute testen wir wieder was. Und zwar habe ich Bleistifte, und zwar die Black Wings. Und die habe ich schon eine ganze Weile und weiß somit auch, wie die funktionieren und wie die sich beim Zeichnen anfühlen. Aber ich würde mit euch gerne einen Vergleich machen und die Black Wings mit anderen Bleistiften vergleichen, beziehungsweise einen anderen Bleistift. Und um zu sehen, was die Black Wings jetzt von anderen Bleistiften unterscheidet, dachte ich eben, dass es ganz gut ist, einen 2B-Bleistift zu nehmen, weil die Black Wings sehr dunkel sind, meiner Meinung nach. Und das ist das, was ich heute vorhabe. Also ich werde in meinem Skizzenbuch eine Bleistiftzeichnung mit dem Black Wing anfertigen und eine Bleistiftzeichnung mit einem anderen Bleistift. Und die Black Wings gibt es auch noch in anderen Varianten. Die besitze ich leider nicht, weil es die Black Wings nur in solchen großen Packs gibt. Pack, wie viel sind da drin? 1, 2, 3, 4. 12 Stück sind da drin. Also die Black Wings gibt es nur in einem Pack von 12 Stück. Deswegen habe ich die anderen leider nicht, weil die auch sehr teuer sind. Ich blende euch den Preis nochmal irgendwo ein. Deswegen habe ich leider keinen Vergleich zu den anderen Black Wings. Also die gibt es nochmal in Weiß, soweit ich weiß. Aber wenn ihr das sehen wollt, vielleicht investiere ich das Geld und wir vergleichen die verschiedenen Blackwing-Bleistifte mal untereinander. Aber das werden wir sehen, wie ihr das Video findet. Und dann entscheiden wir nochmal, ob wir das machen werden. Und warum möchte ich gerade diese Bleistifte mit euch testen? Tja, das liegt daran, dass die Blackwings ganz oft als die besten Bleistifte der Welt bezeichnet werden. Und deswegen würde ich gern die Blackwings gemeinsam mit euch vergleichen, ob die denn wirklich diese Bezeichnung verdienen. Die Black Wings wurden nämlich ursprünglich von Eberhard Faber in den USA gefertigt. Das wusste ich auch noch nicht. Das habe ich hier gerade auf Papier und Stift.de gelesen. Und ich habe sogar Bleistifte von Eberhard Faber da. Aber die sind nur HB. Deswegen, ich finde, die kann man nicht wirklich vergleichen miteinander. Und deswegen testen wir trotzdem mit einem 2B-Bleistift und vergleichen die. 1998 wurde dann aber die Produktion eingestellt, weil die Maschine kaputt gegangen ist, die für die kleinen Radiergummis am Ende zuständig war. Und deswegen konnte das nicht mehr produziert werden. Aber da die Nachfrage immer gleich geblieben ist und die trotzdem sehr begehrt waren, wurde das dann irgendwann wieder aufgenommen. Und somit gibt es jetzt die schönen Black Wings wieder. Und wir können sie in diesem Video testen. Also, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr auch selber Blackwing-Bleistifte und habt schon eure eigene Meinung zu denen gebildet. Wenn ja, dann schreibt mir eure Meinung mal gerne unten in die Kommentarbox. Ich bin gespannt, wie ihr die findet. Was man dazu noch sagen kann, hier steht, dass die Blackwings aus kalifornianischem Zedernholz hergestellt werden. Und das Graphit wohl japanisches Graphit sein soll. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Unterschied zu anderem Graphit gibt, aber wir testen das ja jetzt und dann können wir selber entscheiden, was da der Unterschied ist. Das erwartet uns und deswegen machen wir dieses Testvideo, weil die Black Wings als die besten Bleistifte der Welt bezeichnet werden. Und dem gehen wir jetzt auf den Grund. Ich bin gespannt. Bevor wir den Blackwing testen können, müssen wir erstmal 2 Seiten im Skizzenbuch vorbereiten. Als erstes mache ich eine Zeichnung mit dem Faber-Castell 9000 in der Stärke 2B. Die Faber-Castell-Reihe benutze ich schon seit ich denken kann. Das sind somit meine Standard-Bleistifte. Und deswegen habe ich mir gedacht, sind die genau die richtige Wahl, um sie mit dem Blackwing zu vergleichen. Aber wie bin ich eigentlich überhaupt auf die Blackwings gekommen? Das alles fing mit einem Video von Super Ray Dizzle an, denn die hat auch die Blackwings getestet, also schaut mal rein. Und vor ein paar Monaten hat auch Jezza ein Video zu den Blackwings gemacht, aber da hatte ich die schon längst, weil mich das Video von Super Ray Dizzle dazu getrieben hat, diese Bleistifte zu kaufen und ich wollte sie unbedingt ausprobieren. Deswegen, also die Bleistifte habe ich jetzt bestimmt schon ein Jahr in meiner Schublade liegen. Habe sie auch immer mal verwendet für Skizzen in meinem Skizzenheft, aber habe das Video so ein bisschen vor mir hergeschoben. Deswegen dachte ich, jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt, mal ein Video für euch über diesen Bleistift zu machen. Und ich glaube,
kein deutscher YouTuber hat die bisher getestet. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Wenn es jemand gemacht hat, dann verlinkt mir das gerne unten in den Kommentaren. Ich mache das hier erstmal kurz fix fertig. Als allererstes muss man die Black Wings erst einmal spitzen, denn die Bleistifte kommen ungespitzt und deswegen hat man am Anfang erstmal etwas zu tun. Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dann konnte es auch schon losgehen. Ich habe hier den Blackwing Matte, was das dunkelste Modell sein soll und was sich auch am leichtesten auftragen lassen soll. Insgesamt gibt es 4 Hauptmodelle, und zwar den Blackwing Natural, den Blackwing 602 und den Blackwing Pearl. An dieser Stelle sieht man jetzt, wie der Blackwing sich zu dem Faber-Castell Bleistift unterscheidet, denn der Blackwing hat eher eine schwärzere Farbe, während der Faber-Castell mehr ins Gräuliche geht, und der Blackwing hat auch einen raueren Abrieb, wie ich finde. Das kann ein sehr schönes stilistisches Mittel sein. Und genau aus diesem Grund, finde ich, eignet sich der Blackwing perfekt für Skizzen. Also wenn ich in meinem Skizzenbuch eine Zeichnung mache, dann greife ich meistens zu dem Blackwing. Will ich eher detaillierte Arbeiten machen, dann kann ich den Blackwing in Verbindung mit anderen Bleistiften verwenden und den Blackwing eben für dunkle Details oder dunkle Linien einsetzen. Denn ich finde, alleine der Blackwing für detaillierte Zeichnungen eignet sich nicht so gut. Vielleicht braucht man dafür dann noch die anderen Modelle, aber das kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen, da ich die anderen Modelle nicht besitze und auch noch nicht probiert habe. Wie auf der Website von Blackwing auch beschrieben, lässt sich der Blackwing sehr weich auftragen und man braucht nicht viel Druck aufzubauen, was ich sehr, sehr schön an dem Bleistift finde. Dadurch ist natürlich der Abrieb auch etwas stärker, wodurch man den Stift umso öfter spitzen muss. Genau aus diesem Grund ist es auch schwierig, dünne und präzise Linien auszuführen, da die Spitze eben sehr schnell abgenutzt ist. Aber wenn man sehr gerne mit weichen Buntstiften arbeitet, dann ist der Blackwing der perfekte Bleistift für dich. Ein anderer Nachteil des Blackwings ist zum Beispiel, da der Bleistift so weich ist, und so einen hohen Abrieb hat, muss man ihn natürlich auch öfter spitzen, was ich schon gesagt habe. Aber dadurch verbraucht man die Stifte natürlich auch schneller. Und bei 35 Euro kann das schon wehtun. Zusammengefasst kann ich aber sagen, dass ich ein riesiger Fan von diesen Stiften bin und ich auch sehr gerne die anderen ausprobieren würde. Aber das ist halt auch eine finanzielle Frage, da die, wie gesagt, sehr teuer sind, nur um 12 Pack zu kaufen sind und 35 Euro kosten pro Pack, zumindest für uns hier in Deutschland. Und deswegen kann ich die wohl erstmal nicht ausprobieren, zumindest nicht in der nächsten Zeit. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich liebe die Stifte, gerade wenn man sehr skizzenhaft arbeiten möchte und nicht so detailliert, eignen die sich perfekt, weil man einfach drauf hinmalen kann und allein durch die Art von dem Blackwing, also wie der Farbabrieb ist, sieht die Zeichnung schon von alleine schön aus meistens und das mag ich so an diesem Stift. Autsch, das war nicht geplant. Ja, und jetzt zeige ich euch gleich nochmal die schönen Ergebnisse und wir sehen uns gleich nochmal im Outro wieder. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Und das hier sind unsere 2 Ergebnisse. Was sagt ihr, welche Seite gefällt euch besser? Die linke oder die rechte? Ich finde, auf der linken Seite sind mir die Proportionen etwas besser gelungen. Und allgemein finde ich die linke Seite auch etwas detaillierter. Ich finde, der Blackwing eignet sich gut in Kombination mit anderen Bleistiften, wenn man zum Beispiel halt Lines etwas dunkler ziehen möchte. Dafür eignet sich gut der Blackwing. Und
Leute, als ich das Klebeband abgemacht habe, ist hier ein Teil auf der Seite gerissen. Nein. Ja, das hätte ich vielleicht auch schon mal eher in dem Skizzenbuch ausprobieren müssen. Aber insgesamt finde ich die beiden Ergebnisse sehr schön. Sie sind beide gelungen, auch wenn links mir die Proportionen besser gefallen. Aber das ist ja nicht schlimm. Schreibt mir doch, welches Bild euch besser gefällt, links oder rechts. Also links Faber-Castell, rechts Blackwing. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und würdet ihr 35 Euro ausgeben für 12 Bleistifte? Das würde mich auch nochmal interessieren. Deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wenn ihr die Bilder nochmal in Ruhe anschauen wollt, dann verlinke ich euch hier mein Instagram. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie ich live zeichne, dann schaut auf meinem Twitch vorbei. Manchmal zocken wir auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teste ich auch gerne für euch nochmal die anderen Blackwing Bleistifte. Aber da muss ich erstmal wieder ein bisschen sparen, damit ich mir die ganzen Modelle leisten kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert auch sehr, sehr gerne meinen Kanal, darüber freue ich mich immer sehr. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, eure Creativeness. Vielen Dank fürs Zuschauen.